Immer noch am Hafen. Oh Gott, hier kommen wir nie wieder raus. Hier kommen wir nie wieder raus. Hier kommen wir erst raus, wenn wir fertig sind mit dem Level. Und wenn ich weitermache, kommen wir hier nie raus. Nur von der Zeit her. Nein. Jetzt habe ich Zeit zum Spielen. Jetzt können wir spielen. Aber jetzt muss ich erstmal zu den Typen kommen. Hallo, wo ist denn hier einer? So, mein Typ, raus. Kannst du denn hier? Da hinten ist eins, ich weiß, aber ich will den da machen. Den da, der hat auch einen Namen. Der heißt Hul Cliffberg. Oh, nasty. Look at that water. That's a perfect place for a flip trick. Do this trick while airing across the gap. Easy. Oh, stimmt. Du sollst einfach nur einen Trick machen. Einen Burial Kickflip darüber. Nein, es darf ja nicht hier drüber sein, sondern es muss. Warte. Wo waren wir denn gerade gewesen? Ja, da drinnen. Da drinnen, warte, da sehen wir ihn. Wir können auch irgendwie von der Seite kommen. Hauptsache, wir haben genügend Power, genügend Spezialleiste, damit wir auch das schaffen. Kommt man da irgendwie einfach so rein? Hallo? Ist hier nichts offen? Ah, okay, bescheuert. Komm, wir müssen nur einen bescheuerten Varial Kickflip machen. Varial Kickflip, okay. Ist das stumpf, das ist sogar viel zu weit. Oder meint er gar nicht hier, meint er woanders? Ich glaube nicht, oder? Na, Varial Kickflip. Siehste? Ja, den Club. Im Hafen, vom Hafen ein Club? Naja, wäre eigentlich schlau für die ganzen Seemannsleute, ne? Wäre das schlau. Ah, er hat wieder gefragt. Leg die CD ein, halt die Fresse, die CD ist drinne. Also, die virtuelle CD so ungefähr. Aber es kommt ja nur einmal die Fehlermeldung. Ist egal. So, wo sind meine anderen Freunde? Los, hier muss doch jemand mal... Ach, scheiße. Ich drück beide Tasten. Nein, wir sind hier nicht auf der Playstation, wir sind hier auf dem PC. Ich habe die Steuerung hier ein bisschen anders eingestellt. Wo sind denn noch die anderen Leute? Hier haben 12 von 16 stand da, ne? Das heißt, ja, müssen wir rechnen. Warte, 16 minus 12 gleich 4. Ja, vier Leute. Einen haben wir gerade gemacht, also noch drei. Die springen gerade einfach nur dumm durch die Gegend. Wer ist einer? Da ist auch einer. Nein! Geh runter. I just finished putting this old train back together again. I need someone to make sure it's not gonna fall apart. See if you can manual from one end of the train to the other. Was? So, du sollst aber nur durchmanuellen oder was? Ja, Frage ist, wie sollst du das machen? Hä? Wie soll denn das gehen bitte? Du kommst doch da raus oder was? Ja, ich flieg doch hier automatisch nach oben. Wahrscheinlich musst du langsamer werden, oder? Oder du musst so manuell raufgehen. Das heißt hier. Nee, das bist doch viel zu schnell. Da musst du hier sogar extra runterbremsen. Wo sind wir denn hier? Runterbremsen. Aber anders. Scheiße. Anders geht's nicht. Du musst runterbremsen. Was ist das denn hier? Runterbremsen hier. Hilfst du dir? Kommst du zu schnell? Zu schnell? Oh Mann. Und dann ist irgendwie, ja, die Menüleiste auch viel zu schnell runter. Ich sag ja, wir müssen langsamer werden. Noch langsamer. Ja, genau so, damit ich ein bisschen Luft habe. Ah, nein. Ey, das war doch. Das war doch auf dem Wagen. Ich bin nicht hingefallen, oder? Oder was wird das Spiel vom Jahr? Ich vermute mal, das wird das, ne? Da. Stimmt der nicht an? Dorsch! Ich vermute mal ganz stark, du sollst einfach einen Stumpf hier rübergehen. Das heißt, eben von Anfang an. Oh. Von Anfang an, aber du kommst ja nicht, dass er dann abspringt. Ja, ist eine Scheiße. Manual Combo Train. Ja, tu ich doch, ihr netten Scheißdrecks-Pissmiss. Da sag er, durchziehen kannst du nicht. Du musst springen. Und dann muss ich einfach nur auf so ein Ding draufbleiben. Ich habe keine Ahnung. Wir können auch mal so machen hier, ne? Warte. La. Ich bleib einfach nur auf dem Wagen drauf. Bis du sagst, dass es okay ist. Er fällt wieder zurück und ich kann noch nicht mehr lange die Scheißleiste halten. Ist okay so? Nein. Keine Ahnung, da fällt der Wagen einfach stumpf wieder zurück.
Sag ja, durch überraschen kannst du auch nicht. Ja, da kannst du ja über zwei Wagen rüberspringen. Was will ihr denn überhaupt von mir? Was soll ich hier genau machen? Wie gesagt, wenn du das machst, bringt das nichts. Er nimmt das nicht an. Er nimmt es nicht an. Oder bin ich einfach zu schnell? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oder warte mal, ich mach mal End Current Goal und mach den Typen, sprech den Typen nochmal an, aber der sagt irgendwie nicht irgendwas Wichtiges. Er sagt einfach nur hier. Genau. Von one manual to the end of the other. Also das heißt, wenn wir einfach manual durchmachen, aber das geht ja nicht. Fick dich doch, ey. Das, was ich mache, ist richtig. Nur ich mache es irgendwie nicht so richtig, dass das Spiel sagt, ja, oh, ist okay. Oh, jetzt kannst du kaum rüberspringen, ey. Jetzt bist du sogar zu langsam. Zu schnell, zu langsam, zu schnell, zu langsam. Das Problem ist immer, wenn ich nicht wirklich weiß, wie der Scheiß-Ziel geht, muss ich ja irgendwann... Guck mal, jetzt kriegt sich sogar einen abgebrochen. Muss ich irgendwann Scheiß auf nur pausieren und das eben zurechtschneiden. Super, jetzt stehe ich fest, los, beweg dich, Carabino, nieder. Dann muss ich warten, bis das Ding stehen bleibt. War das richtig? War das richtig? Nein, das war nicht richtig. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich die Scheiße hier beenden soll. Also mach ich einmal schnibbel die Schnippschnapp und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Aufgabe geschafft habe. Hoffe mal, dass ich die Aufgabe dann irgendwann schaffen werde, ne? Ja, irgendwie mit Glück oder so wird das schon klappen. Geh mal aus. Los. Ja. Das war doch. Was war doch? Du Arsch. Oh mein, er hat auch irgendwie so einen Scheiß gemacht, das gar nicht richtig war. Und er hat es angenommen. Deswegen, ich weiß nicht, woran das Spiel das checkt, dass du das richtig gemacht hast. Wenn das nicht richtig war, du kleiner Wichser, dann weiß ich auch nicht, du kleiner Motherfucker, du kleiner Hurensohn, du dreckiges Miststück Scheißdrecksinge. Oh, ich bin wieder zu schnell. Weiß nicht, ich hab's schnell versucht, ich hab's langsam versucht. War egal, was du machst. Akzeptiert es nicht. Kann nicht angehen. Was ist denn das? Dumme Aufgabe, ey. Mann, ist das eine dumme Aufgabe? Ist das eine dumme Aufgabe? Ich bin damit Meinung auf der GameCube, hatte ich damals auch so harte Probleme mit dieser dumme Aufgabe. Jetzt auf einmal hat er es angenommen. Fick dich, ey. Ich mach da 100.000 Mal Menü rüber und nach dem 100. Mal. Ja, jetzt okay, hast nichts anderes gemacht als sonst, aber jetzt okay. Fick dich, ey. Fick dich, ist das ein dummes Ziel. Für GameCube damals habe ich auch so viel Probleme mit der Scheiße gehabt. Drecksding-Ziel. Wahrscheinlich ist das Ziel der einzige Grund gewesen, warum ich eigentlich diese Map immer irgendwie gehasst habe. Fick dich. Mein Gott, ey. Das waren jetzt bestimmt wieder locker 20 Minuten. Ja, bescheuert. In den Mülltonnen sind auch Geldscheine. Dann wollen wir die anderen natürlich auch haben, ne? Ich glaube doch nicht, dass wir alle Geldscheine abkassieren. Auf jeden Fall, ich werde nicht alle mit dem Flieger abkassieren. Weil ich auch wieder keinen Bock habe, hier mit stundenlang hier abzuquillen und irgendwie einen Drecks Geldschein zu bekommen. Die Goldscheine sind ja sowieso nur semi-wichtig, um wenn wir uns irgendwas extra kaufen wollen. Aber da wir eh alle Ziele gemacht haben, müssten wir eh genug Geld haben. So, jetzt eher die Frage, apropos alle Ziele. Hier war doch noch irgendwo einer, ne? Hallo? Hier ist doch noch irgendwo einer gewesen. Hier oben? War hier oben die noch ein Ziel? Hier sind die Schweißer. Da ist einer. Da ist einer. Ich muss sagen, kann ich nicht von Bord absteigen? Falsches Tony Hawk, das geht hier auch nicht. Das ging erst im fünften Teil, ja? Also den Teil hier nach. What's up? You ready to take some photos? Do the tricks as they appear, but here's the deal.
They only count if you do them across the roof gap. Let's see it. Ja, 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 machen wir, das kriegen wir hin, eventuell, vielleicht, wenn ich vorher mit dir durchdrehen. Oder die falschen Map, der Scheiße, weil er die weil wir die falschen Ziele machen, die weil ich wieder runterfliege. Ich wollte gar nicht wieder nach oben kommen hier. Oder? Ja, irgendwie würde ich auch wieder nach oben kommen. Na, kannst ja auch wieder schummeln und einfach darüber gehen und mit Manual das verbinden und dann akzeptiert ihr das. Ich weiß nicht. Wir machen aber die ganze Zeit la 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 la. Das Problem ist, nein, gucken wir, wir müssen nach links im Gap drücken. Das heißt, wir können ein bisschen uns verziehen. Aber wir versuchen uns nicht zu verziehen. Und hoffen, dass er keine Tricks haben will, die ein bisschen länger gehen, ne? Nachher fallen wir ja noch hin oder so, da will ich auch nicht. Scheiße, wieso nicht mehr gerade? Und es werden so viele Ziele. Beniner, Hellflip, Invert Variable Hellflip. Wir haben gleich zwei Stück gemacht. Wahnsinn. Noch ein einziges Ziel und dann war es das? That was insane. Oh ja. Insane. Ich bin auch mal froh, wenn ich leichte Ziele habe. Obwohl, sie dürfen auch schwer sein, wenn sie richtig akzeptiert werden. Nicht, wenn das dumme Ziele sind, von wegen, du machst sie richtig, aber sie werden nicht akzeptiert. Ich habe sogar extra ein scheiß YouTube-Video für dieses dumme Manual-Teil gesehen. Der Typ hat noch weniger Manual gemacht und noch weniger die Dinger berührt und da war es okay. Komischerweise. Aber ich? Nein! Der ist 100.000 Mal macht. Mal so und mal so. Nie okay. Nö. Fick dich, ey. So. Ich glaube, ein einziger ist hier noch irgendwo, oder? Warte, View Goals. Ja. Hier steht ein Fragezeichen. Das heißt, der muss ja hier noch irgendwo sich, ja, verstecken, ne? Wo ist er denn? In den Containern? Hallo? Bist du irgendwo hier? Wo bist du denn, mein letztes Ziel? Da ist er. Da ist der große blaue Pfeil. You're pretty good. Now let's see you pull a pro score. Oh nein, das werde ich bestimmt nicht hinkriegen. Sag lieber nichts. Ich krieg's wirklich nicht hin. Guck mal, hier geht das schon gut los hier, ne? Wir müssen ja nur hier ein paar Punkte machen. Guck mal, das reicht ja schon fast, ne? Oh, fast. Verdammt, ich darf wohl das eigentlich in einen Kombo kriegen. 150.000 Punkte, das müssen wir bestimmt irgendwann mal in den Kombo machen. Irgendwann später. Ja, ja, wer skatet auch schon auf so einen komischen Hafen? Oh, dass mich das Spiel auch jedes Mal fragt. Ja, man überschreitet die Scheiße. Warum haben die Spiele das eigentlich damals so gemacht, ne? Und nicht einfach so einen stumpfen Autosave gemacht. Heute ist das selbstverständlich, aber damals eben musstest du immer manuell speichern und jedes Mal immer extra den Speicherpunkt auswählen und dann auch immer extra bestätigen. Das war bei der PlayStation 3 genauso gewesen, ganz am Anfang. Da dachte ich auch so, Gott, ist das nervig. Das haut dich ja so aus dem Spiel raus, ey. Na egal. Change Level, raus hier. Ihr scheißt auf die anderen Geldscheine, die hier rumfliegen. Hey, wir sind in London. Das erinnert mich jetzt irgendwie wieder an den PlayStation 1 Teil, wo ich durchgedreht bin in London, ey. Das waren aber auch scheiß Ziele, aber ich glaube, hier sind die auch nicht viel besser. Yo, let's show these Brits what we got, man. Bust the fatty over them fountains. Ain't nobody playing with them. Was? Fatty? Da war kein Fatty. Das war, Japan. Japan. Hab ich auch gerade gemacht. Gilt das? War das okay? Nee, war es nicht okay. Wie nett, dass sie sogar extra Rampen hier getan haben, damit du ein bisschen Geschwindigkeit einsammeln kannst. Ja. Ich wollte sagen, da musst du aber auch den richtigen Trick machen, ne? Diese. Hey, Digga, das war's. So. Du sollst in beiden. Beiden Fountains, beiden, deutsche Wort. Brunnen. Brunnen. Sollst du ein scheiß Ziel machen. Wie Tauben aussehen, ey. Oh, High Definition Taube. Aber naja, nur nichts gegen die Grafik des Spiels sagen, ne? Das Spiel ist alt. Walking World. Geldschein. Ich flieg doch schon nicht rein. Geht doch. Der muss schon mitgenommen werden hier. Ja, ich will dich ansprechen. Get all the combo letters in one single combo. Ja, auf der Tempel komme ich die zweite Frage. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin soll. Wo ist denn überhaupt das, das O? Okay, da. Das ist M. Ja, ja. Schön, wenn die Wiesen halt so halbwegs alle in der Reihe sind. Ah, da. Okay, hier musst du weitergehen. I'm damn right. Wo
Ich wollte sagen, Konzentration. Da musst du noch weiter grinden. Oh mein Gott, da brauchen wir gar ordentlich Grind-Skill. Aber irgendwie verhaut er mir ja meine... Scheiße. Verhaut er ja immer Dings hier, ne? Also... Ah, Mann! Das Balance-Ding, das geht immer in 0, nichts. Ultra-Scheiße. Oh Mann, los! Springen! So, nicht so schwer. Ja, genau. Am besten kickst du mich auch noch rum. Ja, ja, ja. Wo ist es? Oh, wo ist es? Oh, da so. Whoa, long Trafalgar Square and then some. I don't have that kind of skill. Was? Das soll ja schon so ein bisschen skottischer Dialekt sein, oder was? Die rollen ja das R immer so hart. Spin, Speed. Oh ja, ich brauche mehr Speed. Ich bin schon eigentlich schon zu überspeedig, ne? Ich merke ja schon immer rum, dass ich zu schnell bin. Need for Tony Hawk. Witzig. Und die Musik passt ja auch, ne? Das ist gerade Floggy Molly. Hey man, see those double-decker buses moving around London? Let's tag them with the boards and cans, kid. See if you can wall ride 5 different buses. I don't think so. Wallride zum Bus. Ich hätte gedacht, dass irgendwas mit... Hallo? Jetzt gedacht, dass irgendwas mit Kitchen ist oder so, aber nicht Wallride. Oh, komm, komm. Bleib stehen! Wahrscheinlich bist du sogar schneller als ich. Nee, jetzt seid ihr nicht. Guck mal, ein Bus haben wir schön. Da ist der zweite Bus. Da ist der dritte Bus. Drehen hier ihre Kreise. Ach, da ist der andere Bus. Da kommt der nächste. Das muss der letzte sein. Frage ist, 5 unterschiedliche Busse, die hier rumfahren, oder kenne ich auch theoretisch immer denselben nehmen können? Ich glaube nicht. Nein, ich will nicht jedes Mal speichern. Das kommt einfach auf den Keks. Ah, ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Ich hab's wieder die falsche Taste gedrückt. Was war das? Ah, die kannst du sogar ansprechen. Haben die eine Aufgabe für dich, oder was? Hey, you can rack up a lot of points doing flat ground tricks. Just lock into a manual, then go into combos without actually alling into them. Ein Manual machen. Als wenn du zu dem Zeitpunkt kein Manual benutzt hast. Und Pogo. Okay, die musst du nicht unbedingt benutzt haben zu dem Zeitpunkt schon. So, jetzt sollst du ein Pogo machen. Und dann ein Wrap Around. Oh, scheiß drauf! Wer war schon Manual? Ah. Einfach nur schon Flip-Tricks gemacht. Aber die sind auch Flat-Land-Tricks. Also, alles im legalen Schreiusch.